Freunde, damit willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Ja, ich weiß, der letzte Zelda Remake ist gar nicht so lang her. Ich habe vor, ein bisschen mehr Abwechslung wieder reinzubringen. Will da aber auch nicht zu viel drüber sprechen. Ja, das mache ich dann in den jeweiligen anderen Projekten. Ansonsten verspreche ich wieder viel und halte am Ende des Tages wenig. Das will ich nicht. Wir wollen uns hier in dem Projekt komplett auf diesen Remake konzentrieren. Auf Zelda Ultimate Trial, wie dieser Remake heißt. Und das ist ein ganz besonderer Remake. Das ist jetzt nicht so, dass nochmal die Ocarina of Time Story genommen wurde, schwerer gemacht wurde oder was auch immer. Oder dass man so die bekannten Elemente genommen hat, irgendwie reingeworfen hat und eine komplett neue, coole, nice Story draus gemacht hat, was ja auch immer richtig, richtig cool ist. Ich erinnere mich da wahnsinnig gern an Master of Time oder an Missing Link. Richtig, richtig, richtig coole Rom-Hacks. Nein, das hier ist was ganz Besonderes. Der eine oder andere wird von euch eventuell PokéRogue kennen. Ja, das Roguelike-Pokémon-Spiel. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon, worauf ich hinaus will. Ja, das hier ist tatsächlich ein Roguelike-Zelda-Game. Wir werden immer wieder neu anfangen müssen, können uns dadurch dann neue Items oder andere Dinge, neue Tränke oder ich hab überhaupt gar keine Ahnung, was wir uns dann kaufen können, ja. Aber wir können uns immer wieder neue Dinge kaufen und kommen dadurch dann eventuell immer weiter in der Story voran. Wir müssen 3 Trials schaffen, glaube ich. Und dann kommt am Ende noch ein richtig, richtig krasser Bossfight. Aber mehr dazu in der Story selbst. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, ja, ich habe schon mal ein Stück weit reingespielt hier. Aber das war nur, um zu testen, dass auch alles funktioniert und so weiter. Deswegen lösche ich File 2. Im Übrigen, falls ihr das spielen wollt, beziehungsweise falls ihr allgemein Rom-Hacks spielen wollt, nehmt möglichst immer File 2 oder File 3. File 1 ist meistens so ein, ich glaube, Debug-File. Da könnte es hin und wieder zu Problemen kommen, deswegen File 2 oder File 3 auswählen. Das nur so als kleinen Tipp. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie ihr das spielt, beziehungsweise wie ihr das auch spielen könnt, dieses Spiel, ja, schreibt mich gerne auf Discord an und dann unterstütze ich euch, helfe ich euch und dann könnt auch ihr hier diesen Roguelike Remake von Zelda spielen. Wir gehen rein ins Spiel und schauen mal, was uns erwartet. Hier lang. Das ist so frustrierend. Wir sind komplett lost. Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Ich könnte schwören, die Weißen wurden befreit, haben da Ganondorf versiegelt. Ja, aber wir haben irgendwie sowohl unser Leben als auch unser ganzes Equipment verloren. Nur Schwert und Schild sind noch hier bei uns. Warum können wir uns auch an nichts erinnern? Wir müssen doch irgendwie hier rauskommen. Tja. Und Link irrt komplett durch die verlorenen Wälder. Und kommt immer wieder hier raus. Bis er dann aus dem Nichts hier rauskommt. Im Übrigen, falls ihr genau den gleichen Fehler macht wie ich, als ich hier mal ganz kurz reingetried habe und der Meinung seid, es ist eine gute Idee, hier zurückzugehen, werdet ihr hier lost sein. Ihr werdet hier lost sein. Ihr kommt immer wieder, egal wo ihr reingeht, hier raus. Außer, ich gehe jetzt einfach mal den falschen Weg. Einfach, um euch das zu zeigen, wie ihr wieder zurückkommt. Ja. Ihr seid jetzt wieder hier rausgekommen und ihr müsst unbedingt dann die Röhre nehmen, die euch hier nach oben führt. Nicht die, die euch zu dem roten Pfeil bringt, weil der rote Pfeil wird nicht immer von oben kommen. Vielleicht kann ich euch das nochmal zeigen. Genau, jetzt kommt er nämlich hier von der Seite. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht hier rein, sondern ihr müsst immer hier nach oben gehen. Hier nach oben und dann kommt ihr
zurück hier an diesen Ort. Und das ist das. Das ist der Ort, wo die Story jetzt hier beginnt. Mehr oder weniger. Hier drüben im Übrigen. Eine riesige Schatzkiste, was da wohl drin sein wird. Keine Ahnung. Aber ja, hier gibt es auf jeden Fall erstmal nicht viel zu sammeln. Ich weiß nicht, ob man dieses Spiel irgendwie zu 100% spielen kann oder ob man hier einfach nur durchspielt und je nachdem, wie viel Cash man hat, kann man vielleicht sich so Herzteile oder Herzcontainer dann kaufen, um so mit mehr Leben dann in diese Trials gehen zu können. Ich habe keine Ahnung. Ja, deswegen, ja, wir werden auf jeden Fall alle meine Trials nehmen, bis wir das Ganze hier durchgespielt haben. Ich hoffe, ich brauche nicht irgendwelche Glitches oder ähnliches. Und ja, ich hoffe, ich komme hier irgendwann auch durch dieses Game. Stronghold Entrance. Ja, und hier sehen wir schon so ein paar Schwerter und ein paar Speere, die dort im Boden stecken. Schau, Flo. Es schaut so aus, als hätten wir es endlich geschafft. Das ist ein, ja, komisches Gebäude dort, aber ja, sei vorsichtig. Genau, und dann so ein kurzes Tutorial für die, die es vergessen haben. Wie man sich denn Leute anschauen kann. So, ich glaube auch hier lohnt es jetzt nicht unbedingt, sich großartig umzuschauen. Oh. Nevermind. Hier könnte man dann rein, wenn man Bomben hat. Sollten wir uns auf jeden Fall merken. Sollten wir uns auf jeden Fall merken. Dort oben war auch was. Vielleicht, wenn ich das aus einem anderen Winkel betrachten könnte. Es wäre übelst cool, wenn du hier hochgegangen wärst. Er will nicht so richtig hier hoch. Okay. Na, Mensch. Also, wenn ich mit dem Skill jetzt hier gleich weiterspiele, dann dauert es nicht lange, bis ich erstmal drauf gehe. Na, jetzt sehe ich aber. Doch, hier. Schaut mal, dort oben ist noch so eine Schatzkiste. Dort oben ist noch so eine Schatzkiste, Leute. Bin gespannt. Ansonsten, ja, gehen wir mal hier rein. In diese Festung. Soundtrack-mäßig überzeugtes Spiel von Anfang an mal wieder. Shiba Stronghold. Oh, es scheint, wir haben einen Besucher. Tja, das ist wohl dann Shiba. Sieht ein wenig aus wie Rauru. Ich spüre eine starke Seele in dir. Was mag dich hierher verschlagen? Wir sind nicht sicher. Wir haben uns für den Kampf gegen Ganondorf vorbereitet. Ich erinnere mich, dass wir alle Medaillons verdient haben, aber das ist auch nur eine vage Vermutung. Plötzlich, ja, landeten wir in den verlorenen Wäldern und wanderten komplett verirrt umher. All unsere Sachen sind verschwunden und wir haben keine Ahnung, was mit uns geschah. Ich verstehe. Und dann habt ihr diesen Ort gefunden. Gut. Erlaubt mir, euch, ja, zu erklären und vielleicht ein bisschen eurer Verwirrung zu nehmen.
Ihr seid zu einem Ort sehr, sehr tief in den verlorenen Wäldern gekommen, wo, ja, nur Leute hinkommen, die sich komplett verirrt haben. Viele, die vor Ganondorf geflohen sind, sind hier gelandet. Wie auch immer, dies ist ein verfluchter Ort. Diejenigen, die hierher kamen, haben es nie wieder herausgeschafft. Die wenigen, die es versucht haben, ja, wieder durch die verlorenen Wälder zurückzuirren, sind für immer verloren gegangen. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen langsam hier lese. Ich muss das natürlich auch so für mich erstmal übersetzen, ja. Ihr verliert eure Erinnerungen. Ihr verliert euer Hab und Gut. Ihr verliert eure Stärke. Und ihr verliert euren Mut. Hier werdet ihr womöglich sogar euch selbst verlieren. Hier seid ihr nichts. Glücklicherweise für euch habt ihr euer Schwert, euer Schild, eure Fee und euch selbst behalten. Ich glaube nicht, dass ihr bereit seid, gegen Ganondorf zu kämpfen. Ich denke nicht, dass ihr das jemals wart. Ah, der Soundtrack ist so nice, Alter. Ja, in euch mag etwas viel, viel Größeres schlummern. Und wenn ihr eure Stärke beweist, werde ich tun, was auch immer ich kann, was auch immer in meiner Macht steht, damit ihr diesen Ort verlassen könnt. Ihr müsst alles geben, was ihr könnt, eure Stärke zurückerlangen, euer Waffenarsenal, eure Fähigkeiten. Kommt und kämpft bis zu eurem letzten Atemzug. Ihr müsst diese drei Trials, diese drei Aufgaben hinter mir bewältigen und die Steine, die es hier gibt, sammeln. Diejenigen, die ihre Stärke beweisen, sollen weiterkommen. Eine Unmenge an Monstern, Kreaturen warten hier in diesen Trials auf euch. Jeder Raum tiefer und tiefer und gefährlicher als der letzte. Hier gibt es einiges, was dir helfen könnte bei deinem Vorhaben. Zwei Shops und Leute, die gewillt sind, dir zu helfen und dich für jeden deiner Versuche vorzubereiten. Hier kannst du nicht sterben. Ah, dieser Ort liegt unter dem Schutz der Göttin Hylia. Du bist sicher in diesen Wänden. Wieder und wieder musst du kämpfen. Du kannst alles behalten, was du bis zu deinem, ja, Tod, beziehungsweise bis du verloren hast, gesammelt hast. Und du startest allerdings immer wieder von neuem. Solltest du tatsächlich alle Steine dieser Trials, dieser Aufgaben sammeln, nur dann lernst du das Geheimnis, das sich hier hinter diesem Ort verbirgt. Mein Name ist Shiba und ich bin der Beschützer dieser Festung. Als ein kleines Willkommensgeschenk, nimm dies. Und was erhalten wir? Wir erhalten einen Boomerang, den wir eigentlich nur als junger Link nutzen können, aber scheinbar auch hier in dem Spiel als erwachsener Link. Ich mag im Übrigen das Aussehen von Links. Es ist ein bisschen verändert, ja, ein bisschen runder gestaltet, ein bisschen besser belichtet, finde ich. Aber man sieht ganz klar, es ist der Ocarina of Time. Solltest du jemals alle Trials meistern, komm zu mir und finde mich.
Ich warte auf dich. Viel Glück. Boah, ich liebe auch so, das Ganze ist so dramatisch und episch gemacht. Ich finde das richtig, richtig, richtig cool. Gut. Schauen wir mal, was die Shops so anzubieten haben, beziehungsweise was die Leute uns erzählen wollen. Du scheinst neu hier zu sein, oder? Ja, einige von uns leben hier nun schon seit vielen, vielen Jahren. Viele, ja, sind aus Hyrule geflohen, wegen, ja, weil Ganondorf es einfach attackiert hat. Es ist viele Jahre her nun. Diese Festung, ja, ist ein Segen der Göttin Hylia. Jedes Mal, wenn wir sterben, kommen wir immer wieder zurück zum Leben. Naja. Außer, wenn wir natürlich hier diese Festung, dieses Sanktuarium verlassen. Dann wandern wir durch die verlorenen Wälder und kehren nie wieder zurück. Okay. Du bist ein Shop jetzt, oder? Oh, willkommen, willkommen. Ein frisches, neues Gesicht hier in der Festung. Wie schön, dich zu treffen. Mein Name ist Toto. Mein Hobby ist es, Leute zu beobachten. Ich, ja, bewahre alles auf, beziehungsweise merke mir alle, sämtliche neuen Leute, die hier in der Festung neu ankommen. Und Zelle Gazette, keine Ahnung, was das ist, scheinbar so Informationen, wo diese sich befinden, Profile und solche Sachen. Gut, ich sage Gazette, aber ja, ehrlicherweise, eigentlich stehe ich nur hier am Eingang und sag den Leuten, wer hier vorbeikam. Extra, extra. Ja. Dieses Ding. Wenn du interessiert bist an neuen Besuchern, komm und rede mit mir. Ich erzähle dir, wer und wo die Leute waren. Du hast vielleicht, ja, so ein paar Symbole über den Köpfen der Leuten gesehen. Diese Symbole lassen dich wissen, ob jemand etwas Neues zu erzählen hat. Manche Dinge sind natürlich wichtiger als andere. Oh, oh, ja, eine weitere Sache noch. Vielleicht hast du eine Schwierigkeitseinstellung, dein Pausenmenü wahrgenommen. Wenn du nach einer Challenge suchst, oder wenn du vielleicht sogar strauchelst und nicht weiterkommst, kannst du die Schwierigkeit jederzeit innerhalb dieser Festung anpassen. Viel Glück und hab Spaß. Ich hoffe, ich sehe dich. Okay, also wir haben eine Schwierigkeitseinstellung. Oh, wir haben aktuell Difficulty Regular. Schwierig einfach. Regular. Okay, ich würde sagen, wir spielen das Ganze erstmal auf Regular. Und da sehen wir auch schon die Map. Ja, wir spielen erstmal auf Regular. Wir müssen es nicht direkt übertreiben. Regular ist ein guter Anfang. Und hier haben wir wohl den ersten Shop. Schauen wir mal rein. Also ich glaube, wir kommen heute wohl noch nicht zum ersten. Also ich habe ein Schild. Warum sollte ich noch ein Schild wollen? Also noch ein heiliger Schild. Das ist ein Big Heavy Shield, ja. Vielleicht kann da jemand das erfressen von uns. Du erinnerst mich. Keine Ahnung. So, was haben wir noch? Hydrothermal Tunic. That grants power. It protects you from heat damage. And lets you. Okay, also das ist quasi so eine Mischung von Goron-Rüstung als auch Zora-Rüstung und sie macht uns noch stärker. Glaube ich zumindest. Pinwheel. Run as fast as the wind. Okay, damit können wir quasi schneller rennen. Mystic Shield. Okay, es ist auf jeden Fall schwer, dieses Schild zu verlieren und es kaputt zu machen. Wollt ihr mir sagen, dass mein Schild kaputt gehen kann? Iron Boots,
Hoverboots, Dekonüsse. Das ist das, was man hier dann kaufen kann. Oh, hier ist noch jemand, der mit uns reden möchte. Also ja, irgendwie spiele ich das Roguelike-Game gerade so ein bisschen Story-like, aber ja, es interessiert mich natürlich erstmal alles, was man hier so holen kann. Ich glaube euch auch irgendwo. Bevor ich hierher kam in diese Festung, ja, hatte ich gerade mein eigenes Heim bekommen. Es war nicht viel, aber ich habe es geliebt. Ich habe ein bisschen Musik nebenbei, ein bisschen Musik nebenbei gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen, um ja mein Heim weiter auszuschmücken. Und dann, ja, dann kam Ganondorf und hat alles zerstört. Ich wünschte, ich hätte zumindest etwas für meinen Boden bekommen. Für den Boden, okay. Oh, Leute. Ja, Allergie kickt rein bei mir aktuell. Sorry dafür, du verkaufst Wundererbsen, oder? Nee, er verkauft Herzcontainer. Es wird dir natürlich sehr bei deiner Reise helfen. 25 Rubine für einen, okay. Krass, bei dem können wir Herzcontainer kaufen. Oh, sorry nochmal für die Pause, aber ja, gerade bekomme ich sehr, sehr schwer nur noch Luft. Wir gehen jetzt erstmal runter in den Bogen- und Bombenshop. Oh ja, hier ist der Bombenhändler, den kennen wir auch aus Hyrule. Und auch hier gibt es einige Bilder. Vielleicht sollten wir uns die Bilder ein bisschen genauer anschauen, so ein Interesse halber. Aber ja, oh, hier ist sogar Toad. Schaut euch das mal an, Toad. Und das müsste der Dieb sein vielleicht von Majora's Mask, ich weiß es nicht. Und das dort oben sieht so wie so ein Kaktus aus. Ja, Köcher. Schade, ich hatte gedacht, dort kann man vielleicht was lesen. Aber reden wir erstmal mit dem Kollegen. Willkommen. So, Hunter's Bow. Natürlich ein paar Pfeile. Ich weiß nicht, ob die uns sonst ausgehen irgendwo. Bomben, Bomben, noch mehr Bomben. Und die Bombentasche, ja. Kostet natürlich alles Geld. Das heißt, wir gehen, wenn wir das erste Mal spielen, einfach nur mit Schwert und Bogen rein. Schwert und Bogen sage ich schon. Mit Schwert und Boomerang. Super duper, wie ich finde. Aber ja. Hier hinten gibt es noch einen Schwertladen. Verkauft er mir dann irgendwie stärkere Schwerter? Ich meine, ich habe das Master Schwert, das ist ja eigentlich schon strong irgendwo. Bodger's Armory Shop. Okay, hier ist ein Schild. I'm out. Come back later. Okay, also der kommt erst später wieder. Schade eigentlich. Man sieht deswegen auch nicht, was er zu verkaufen hat. Imagine, wir kämpfen später mit Speer und Axt. Oh, guck mal, das ist Pikachu von der ersten Gen. Das ist ja cool. Hier ist Super Mario. Und daneben, keine Ahnung, was das darstellen soll. Ey, diese Details. Ich liebe das. Hier hat man richtig, richtig viel Liebe reingesteckt. Also, jeder, der sich dieses Projekt anschaut, kann nur gewinnen. Er kann nur gewinnen und jeder, der das Spiel spielt, kann nur noch viel mehr gewinnen. Es ist einfach unfassbar cool hier. Unfassbar cool. So, was haben wir hier? Potion Shop. Auch der existiert aktuell noch nicht. Ja, I'm out. Come back later. Hier könnte man dann wahrscheinlich so Elixiere kaufen. Rotes, grünes, blaues Elixier. Vielleicht Chateau Romani. Vielleicht gibt es auch das hier. Man weiß es nicht. Ich habe mich auch überhaupt nicht spoilern lassen von dem Game. Von daher, wir spielen das hier komplett blind. Ja, es wird dann wahrscheinlich hin und wieder immer wieder das Gleiche sein, ja, gar keine Frage, aber ich glaube so, das mitzuerleben ist auch ganz cool, wie ich halt auch immer stärker werde. So, wo sind wir denn hier? Im Korridor. Boah, hier gibt es so viel zu erkunden, bevor wir überhaupt das erste Mal spielen. Oh, hallo. Du scheinst neu hier zu sein. Zeig mir doch mal, wie gut du bist und vielleicht nenne ich dir ein paar Geheimnisse. Okay, also wir müssen dann zeigen, wie weit wir wahrscheinlich kommen. Und dann
vertraut er uns ein paar Geheimnisse an. Hier kommen wir leider noch nicht hinter. Vielleicht lässt er mich, können wir hier durch, wenn wir ihm gezeigt haben, wie gut wir sind. Boah, auch die Bilder, sehr interessant. Ah, das ist Soras Reich, aber was ist das? Ist das vielleicht von den Goron-Schneebergen? Das erinnert eher an den Todesberg in Breath of the Wild, wenn ihr mich fragt. Das hier oben könnte die Wüste sein. Was haben wir hier noch? Ja, das Hyrule Field. Das ist der Potion Shop in Majora's Mask. Hier die Statue der Göttin aus BOTW oder TOTK, wie auch immer. Marktplatz hier unten. Das hier oben könnten die Sümpfe sein. Sümpfe des Vergessens. Oh, das rechts oben ist hier aus Skyward Sword. Dort, wo der Verbannte ist. Und das hier? Sieht aus wie ein Dorf, aber ich kann jetzt nicht zuordnen, welchen. Tja, vielleicht ist es auch aus einem komplett anderen Zelda. Wenn ihr eine Ahnung habt, woher das sein könnte, schreibt es mir gerne in die Kommis. Wäre sehr interessiert. Das ist wieder Zoras Reich. Das ist der Dämmerwald-Tempel. Kokiri-Wald. Aber herrlich, diese Bilder hier. Ja, das ist so nice gemacht, sage ich euch. Und schaut mal, die haben sogar Ausrufezeichen über dem Kopf. Die haben irgendwas Wichtiges. Und die haben mal Tingle. Verkauft er mir vielleicht Karten? Oh, der ist sogar so regenbogenfarben. Haha, hallo Freund. So schön, dich hier zu treffen. Wie gefallen dir meine Kleider? Ein freundlicher Magier kam hier vorbei und hat meine Kleidung verzaubert. Wie wunderbar. Wenn ich jetzt nur noch eine Fee hätte, um das Ganze irgendwie zu matchen. Du hast eine Fee bereits. Oh, ich bin so eifersüchtig und neidisch. Mein Traum ist es, eines Tages auch eine Fee zu besitzen. Ja, möchtest du mir nicht deine Fee geben? Nein? Na gut, dann eben nicht. Vielleicht einen anderen Tag vielleicht an irgendeinem Tag bin ich auch in der Lage, eine Fee. Ach nein, mich selbst eine Fee zu nennen. Ich möchte eine Fee werden, stimmt, das war ja das. Gut, reden wir mit der Gerudo-Kriegerin. Hey du, ich bin Gavin. Ich habe dich hier gesehen. Ich verwalte die Trials of the Wenchful. Was heißt denn Wenchful? Ich google jetzt Wenchful. Wenchful. Deutsch. Ah, okay. Also, sie managt die Trials des Rachsüchtigen. Hier drin warten die stärksten Kreaturen ganz Hyrule auf dich, okay? Ihre Geister sind hier in diesen Räumen von Shiva eingeschlossen. Was? Spirits are locked within rooms that Shiba created for them. Ja, okay, deren Geister sind in den Räumen verschlossen, die Shiba für sie, ja, halt kreiert hat. Sie sind voller Hass und warten, ihre Rache an dir zu nehmen. Also alle Gegner, die wir jeweils besiegt haben, warten ja nur darauf, mich zu fressen und zu töten. Wenn du alle Kreaturen besiegst, in einem Versuch bekommst du etwas, das dir erlauben wird, Shiva herauszufordern. Diese Monster sterben niemals wirklich. Jedes Mal, wenn du sie besiegst, kommen sie wieder zurück zum Leben. So würde ich sagen, mach immer weiter, bis du sie alle auf einmal besiegt hast. Wenn du zwei Kämpfe gewonnen hast, bekommst du eine kleine Pause. Aber solange du keine Tränke zu dir nimmst, wirst du nicht in der Lage sein, ein paar Herzen wieder
herzustellen. Ja. Diese Kämpfe werden ja spezielle Waffen erfordern, die du ja natürlich in deinem Voranschreiten dir verdienen wirst. Für deinen ersten Kampf benötigst du einen Bogen. Leider scheinst du noch keinen Bogen zu haben. Komm also wieder, wenn du einen hast. Okay. Wer bist du denn eigentlich? Den habe ich ja noch nie gesehen, den Kollegen. Ah, well, well, well. Wen haben wir denn hier? Du bist nicht von hier, oder? Du hast diesen Ausdruck an dir, dass es dich nach einem Kampf joggt mit ein paar Monstern. Okay. Ich möchte, dass du ein paar von denen besiegst. Mach das und ja, ich habe eine kleine Belohnung für dich. Alles, was du machen musst, ist nur ein paar besiegen. Leicht, oder? Wenn du 50 Gegner besiegst, bekommst du von mir den ersten Preis. Und einen speziellen Preis bekommst du von mir, wenn du sogar 1000 Monster in deinen Runs besiegst. Bislang hast du 0 besiegt und du bist 0 mal gestorben. Viel Glück, Krieger. Okay, also sind jetzt doch hier die drei Trials? Hinter diesem Gitter ist, ja, die Abyss Arena. Da gibt's das heißt auch wieder irgendwas auf Deutsch. Ja. Hinter diesem Gitter ist die abgrundtiefe Arena. Ein Ort, wo Monster, in Wellen auf dich treffen. Welle nach Welle, bis du nicht mehr kannst. Wenn du einmal hier drin bist, kommst du nur noch raus, wenn du dein Limit erreicht hast oder aufgibst zwischen den Wellen, wenn die Feuerwand sich senkt. Eine Warnung möchte ich allerdings aussprechen. Wenn du diese Arena verlässt, heißt das, dass du von vorne beginnen musst, wenn du es das nächste Mal versuchst. Wenn du mich fragst, ich würde dir vorschlagen, ein paar Bomben und Pfeile mitzunehmen, wenn du hier reingehst. Ansonsten könntest du festchecken. Das ist ein extrem gefährlicher Ort, eine extrem gefährliche Herausforderung. Nur die bewiesen haben, dass sie würdig sind, dürfen hier eintreten. Wenn du den Grimstalker besiegt hast, welcher die Seelen in den Katakomben gefangen hält, das wäre genug, um mir zu zeigen, dass du es wert bist, hier zu kämpfen. Komm also wieder, wenn du würdig bist. Okay, und hier ist dann scheinbar der erste Trial. Dort ist aber niemand davor. Ich würde gern mich noch ein bisschen weiter umschauen, Leute. Aber wir haben bislang noch keinen Trial gewagt. Haben bislang sehr, sehr viel gesehen. Sehr, sehr viel erfahren über das Spiel. Aber ich glaube, wir sind am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wir schauen uns beim nächsten Mal hier noch ein bisschen weiter um, was es hier noch so zu sehen gibt, weil ich das wahnsinnig interessant finde. Und dann können wir beim nächsten Mal wahrscheinlich sogar unseren ersten Trial starten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Und hoffe, wenn ihr Bock habt zu spielen, dann schreibt mich gerne an. Ich kann euch helfen. Wäre natürlich super lustig, wenn ihr eure Erfahrungen auch mit mir teilen würdet. Würde mich richtig freuen. Und sollten tatsächlich noch andere Projekte laufen, werde ich mich freuen, wenn ihr dort auch entscheiden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hier zu Zelda Ultimate Trial.